Hallo Kackbratzen. Mal hoch die Hände, wer beim Namen Polyphonie Digital nicht auch an kilometerlange asphaltierte Straßen, Benzingeruch und PS-starke Fahrzeuge denkt. Und das ist auch kein Wunder, denn die Leute aus dem fernen Japan haben mit Gran Turismo nicht nur den weltbesten, sondern auch den wirklich einzig wahren und allerersten Fahrsimulator für die PlayStation entwickelt. Wusstet ihr Kackbratzen, dass Polyphonie Digital aber auch ein einziges Mal ein Spiel entwickelt haben, das so rein überhaupt nichts mit Autos zu tun hat? Schon mal was von Omega Boost gehört? Nein? Dann kommt mal ein wenig näher, denn schließlich will ich euch ja nicht dümmer sterben lassen, als ihr ohnehin schon seid. Es kann sein, dass das gute Omega Boost etwas im Sand der Zeit verloren gegangen ist. Veröffentlicht wurde der Shooter für die PS1 im Jahr 1999, also gut 2 Jahre nach Gran Turismo. Es erlangte aber wirklich nie eine große Popularität, was aber auch daran lag, dass das Spiel eher glatter Durchschnitt war. Irgendwie versuchte man mit Omega Boost etwas vom großen Mac-Action-Spiel Kuchen abzuhaben, aber so wirklich gut ist das Experiment eben nicht gelungen und was das Gameplay betrifft, findet man sehr viele Ähnlichkeiten zu einem Panzerdragoon, was aber schlicht und einfach daran lag, dass man kurzerhand mit Yuji Yasuhara einen der leitenden Designer angeheuert hat, der übrigens auch schon an Panzerdragoon 2 arbeitete. Und damit auch wirklich absolut nichts schiefgehen kann, ließ man alle im Spiel erhältlichen Roboter und Mechs von Shoji Kawamori und einem großartigen Team entwerfen. Sofern euch Shoji Kawamori jetzt nichts sagt. Er ist vor allem für seine Designarbeit an Mech-Animes wie Macross oder auch Gundam bekannt. Und tatsächlich sehen einige Designs aus Omega Boost so aus, als seien sie 1:1 von Macross kopiert worden. Doch dieses Aufgebot an Superstars der Branche konnte am Ende das Projekt auch nicht retten. Leider war auch die Story ein absolut käsiger Fiebertraum. Omega Boost verfrachtet uns mal wieder in eine weit entfernte Zukunft, in der die Menschheit einen verzweifelten und beinahe schon aussichtslosen Kampf führt. Ihre unerbittlichen Feinde sind eine abtrünnige KI namens Alpha Core und dessen Armee von Maschinen. Die KI Alpha Core wurde allerdings nicht von den Menschen selbst erfunden, sondern existierte angeblich schon Äonen von Jahren, bevor die Menschheit überhaupt existierte. Am besten stellen wir an dieser Stelle keine weiteren Fragen. Zu Beginn schien noch alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein und Alpha Core half sogar den Menschen, um deren technologischen Fortschritt sogar zu unterstützen. Allerdings nicht nur aus purer Nächstenliebe, denn die Menschen sollten sich dann final einem sehr rätselhaften Netzwerk anschließen, das den treffenden Namen Netzwerk hat. Hier ist man kreativ in die Vollen gegangen. Als nun die Menschheit sich der KI und dessen zerstörerischen Potenzial bewusst wurde, kamen sie auf die grandiose Idee, dieses sehr alte und sehr mächtige Computerwesen zu zerstören, bevor es mit seiner Roboterarmee die Erde platt machen kann. Und dreimal dürft ihr raten? Natürlich ging dieser grandiose Plan voll in die Hose, womit sich die Menschheit nun im Krieg mit der KI befindet. Das ist jetzt aber noch nicht die Kirsche auf der Torte dieser mundgeklöppelten Story. Ziemlich schlaue Wissenschaftler erfanden nun das Reisen durch die Zeit, womit man in die Vergangenheit zurückreisen wollte, um so Alpha Core zu zerstören, bevor es überhaupt zu dem Krieg kam. Doch die KI ist natürlich nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen, reist auf einen entfernten Planeten, erfindet selbst das Zeitreisen, um dann noch viel weiter in die Vergangenheit zu reisen, um dann sich dann dort mit ENIAC zu verbinden, das selbst ein früher Prototyp eines menschlichen Computers ist, um dann eine Kausalschleife zu schaffen, um sich somit dauerhaft mit den technologischen Fortschritten der Menschheit zu verknüpfen, noch bevor die Menschen überhaupt selbst. Und da habe ich jetzt auch irgendwie den Faden verloren. Aber bei der Story ist das aber auch kein Wunder. But wait! There's more! Aus irgendeinem Grund bekommt die Menschheit Wind von dem sehr ausgefuchsten Plan der KI und jetzt kommt der Hammer. Die Schlausten der Schlauberger schufen nun eine ultimative Waffe, um der KI ein für allemal den Garaus zu machen. Und diese Waffe ist nicht nur eine weitere Zeitmaschine, sondern auch ein riesiger steuerbarer Superroboter, mit dem nun der Spieler in die Zeit zurückgeschickt wird, um dem Alpha Core zu zeigen, wo der Ziegenbock den Honig hat. Ich habe selten ein Spiel gezockt, das so eine absurd unsinnige Geschichte hatte. Es ist ein komplett verworrenes Durcheinander, das dann ein Spiel tragen muss, dessen Gameplay total 0815 ist und damit keine Langeweile aufkommt, quält man sich noch durch total schlechte Zwischensequenzen. Was zur Hölle hat man sich bei Polyphonie Digital gedacht? Warning. Undefined enemies approaching. Und wie viel Crack muss man sich in die Birne ballern, damit diese Story überhaupt einen Sinn ergibt? Das Gameplay besteht in erster Linie darin, dass der Spieler das Steuer des Omega Boost Kampfmechs übernimmt und sich dann durch lachhafte 9 Level kämpft und wenn man das überlebt hat, gibt es zusätzlich 9 weitere Bonuslevel, die im Prinzip dieselben 9 Level aus dem Hauptspiel sind, nur mit einem höheren Schwierigkeitsgrad. Und in den Level kämpft man sich dann durch Wellen von Roboterfeinden und besiegt dann am Ende einen Boss, das Standardfutter eines jeden Shooters.
Um sich aber ein wenig von der Masse abzuheben, hat man in Omega Boost den sogenannten Scan-Modus eingebaut. Durch den Wechsel in diesen Modus können sich die Spieler frei um und durch Gruppen von Feinden oder Bossen drehen und nach Belieben Ziele zuweisen. Der Scan-Modus visiert außerdem sofort den nächsten Gegner an, was relativ praktisch ist, da man somit nicht so schnell die Orientierung im Kampf verliert und sich nach der Zerstörung einer Gruppe von Feinden schnell den nächsten Gegner aufs Korn nehmen kann. Diese Bewegungsfreiheit verleiht dem Spiel wenigstens eine Illusion von Tiefe und ermöglicht filmreifere Kampfsequenzen, in denen der Spieler dynamisch und schnell um Feinde herumrast. Aber genau diese Art dynamischer Bewegung und diese intensiven Feuergefechte sind es, die Omega Boost so unfassbar gut machen. Das Spiel ist am besten, wenn es in allen Enden und Ecken kracht und Piu 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 macht. Laser zischen über den Bildschirm und riesige Bosse versuchen euch zu töten und das ist einfach herrlich. Leider ist das Spiel durch zwei schwerwiegende Mängel beeinträchtigt. Erstens gibt es kaum nennenswerte Tiefe, da die Geschichte im Verlauf seltsamerweise so dünn ist wie die Plörre, die man auf der Autobahnraststätte als Kaffee verkauft und es gibt so gut wie keinen Fortschritt oder nennenswerte zusätzliche mechanische Systeme. Wenn man in einem Level gut abschneidet, kann man einen zusätzlichen Boost-Level verdienen, das die Beweglichkeit des Mechs erhöht oder mit dem man mehr Ziele erfassen kann. Der ultimative Boost ist der Viper genannte Ramangriff. Darüber hinaus gibt es jedoch keinerlei Fortschritt, keine zusätzlichen Waffen, verschiedene Formen, Anpassungen oder was auch immer, was ziemlich enttäuschend ist. Da gibt es unzählige Spiele in diesem Genre, die dieses Upgrade-System eindeutig besser gelöst haben. Das Einzige, was sich von Level zu Level wirklich ändert, sind die Feinde und das Design der Level selbst. Aber auch hier wirkt alles so furchtbar einfallslos und zudem hat man alles auf komplett ausgelutschte und langweilige Hintergründe geklebt. Und leider ist das Spiel auch relativ kurz. Wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, kann man das Ende bereits unter einer Stunde erreichen und selbst die Bonuslevel machen das Kraut auch nicht wirklich fett. Das Spiel ist außerdem linear, ohne Verzweigungen oder alternative Enden. Es scheint so, als sei den Entwicklern nach dem Schreiben der Story das Gehirn durchgebrannt und so wirkt Omega Boost eher wie eine Demo und nicht wie ein fertiges Spiel. Es ist so unheimlich schade, da man hier sehr viel Potenzial verschenkt hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Geballer langweilig ist. Das Spiel ist vom Prinzip her sehr unterhaltsam, aber es fühlt sich eben nicht ausgereift und sehr unfertig an. Grafik und Sound ist ziemlich standardmäßig, wobei ich vermutlich zu den wenigen Leuten gehöre, die diese harte Industrial-Musik absolut nicht leiden können. Und dann ist die Musik teilweise so laut, dass sie die Stimmen in den Zwischensequenzen komplett übertönt. ENIAC, the first artificial intelligence. The enemy has already activated the time shift. Auf der anderen Seite ist das auch wieder nicht so schlimm, da die Synchro mal wieder eine Ausgeburt der Hölle ist. Es ist so furchtbar schade, denn ich hätte euch so gerne erzählen wollen, dass die Entwickler des allerbesten Rennspiels der Welt auch den besten Mech-Shooter der Welt entwickelt haben. Aber leider ist die Realität eine andere. Omega Boost ist ein ziemlich lauer und beinahe schon geistloser Shooter, mit dem man vielleicht einen schnellen Adrenalinschub erhält, der aber schon binnen Sekunden wieder abflacht. Es fehlt eben die Tiefe und jedes Level besteht nur aus ein paar Gegnerwellen und zwei oder drei schnell besiegten Bossen. Und die Gegnerwellen zu bekämpfen ist nie schwierig. Ein kurzer Druck auf den Scan-Modus und man kann im Handumdrehen aller Feinde beinahe sofort töten. Wo bleibt denn da der Anspruch? Mit wenigen Ausnahmen sind Bosskämpfe auch komplett vorhersehbar. Ziel erfassen und aus vollen Rohren ballern. Und das war auch schon alles. Man benötigt nur ein wenig Geduld und jeder Feind löst sich quasi im Nu in Luft auf. Omega Boost ist eine komplett seltsame Erfahrung. Auf der einen Seite ist es ein technisch einwandfreies Spiel, aber irgendwie hat man vergessen, dieses grandiose Gerüst auch mit Inhalt zu füllen. Es hat vielleicht die coolste 3D-Engine, die wir je in einem Shooter gesehen haben, der den Bildschirm mit wundervollen Effekten zuballert. Und bei all der Action läuft das Spiel auf der PS1 sogar butterweich auf die Netzhaut wie kein anderer Titel. Aber der Rest ist so furchtbar langweilig. Hätte man nur ein wenig mehr Arbeit in den Inhalt gesteckt, Omega Boost wäre der beste Mech-Shooter aller Zeiten geworden. Aber so bleibt es nur eine seltsame Kuriosität, die auch schon damals kaum Aufmerksamkeit erzeugt hat. Solltet ihr zufällig über dieses Spiel stolpern, dann könnt ihr gerne zugreifen. Es ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht wirklich gut. Vermutlich wird man es aber nur einmal spielen und dann für die Ewigkeit im Regal verstauben lassen. Thank you.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.